Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video geht es um die Streumatrix, also um die Definition der Streumatrix und auch so eine Definition der Streuparameter. Die haben direkt mit der Streumatrix zu tun. Und dafür ist es wichtig, vielleicht als kurzes Vorwissen, grob zu wissen, was die Streuvariablen an und bn sind, weil man halt das Gleichungssystem eben mit diesen beiden Variablen aufstellt. Im Prinzip ist die Streumatrix eine Erweiterung der bisherigen Standardmatrizen wie Impedanzmatrix oder Admittanzmatrix. Also das Ziel ist es, ein Mehrtor zu beschreiben. Und bei der Streumatrix wird das eben nicht mehr über Ströme und Spannungen gemacht, wie bei Impedanz- und Admittanzmatrizen, sondern eben über diese Streuvariablen. Und genauer gesagt beschreibt die Streumatrix jetzt eben nicht mehr dann irgendwie... Also sie beschreibt die komplexen Amplituden eines Mehrtors. Das heißt, auch die Streumatrix ist im Allgemeinen komplex. Die Impedanz- und Admittanzmatrizen haben ja, wie sie gesagt, Impedanzen oder Admittanzen dann dementsprechend beschrieben. Aber jetzt die S-Matrix, die Streumatrix, beschreibt jetzt die komplexen Amplituden eines Mehrtors. Ist erstmal schwierig, sich was darunter vorzustellen. Im Prinzip ist das auch gar nicht so relevant, weil man einfach immer mit den Matrizen rechnet. Wie bei der Impedanz- und Admittanzmatrix, halt einfach eine Schreibweise, eine Darstellung zur Rechnung von komplexen Schaltungen und Ersetzungen durch so Tore, wie hier unten zum Beispiel so ein Zweitor. Und man kann sich das Ganze jetzt eben so vorstellen, dass wir haben ja eine Welle, die breitet sich halt irgendwie aus, zum Beispiel auf einer Leitung, und diese Welle fließt oder läuft halt mit der Streuvariable an in das Tor n ein. Deswegen gibt es diese Streuvariablen, um halt diese Wellen sozusagen abzubilden. In das Tor n ein und mit der Streuvariable bn aus dem Tor n raus. Also kurzes Beispiel, jetzt wenn man hier ein Zweitor hätte mit groß n gleich 2, also zwei Tore, 1, 2, Eingang, Ausgang sozusagen, dann würde man mit a1 halt eben würde die Welle rausfließen und mit a1 ins Tor rein und mit b1 aus dem Tor raus. Und das gleiche halt für Tor 2. Im Prinzip nur einfach eine Definition, was fließt rein, also welche Streuvariable fließt rein, welche raus. Allgemein kann man immer sagen, B ist immer für Rausfluss und A ist immer für Reinfluss. Ja, wenn man jetzt einfach mal, wir wollen ja ein Gleichungssystem aufstellen, so wie wir das dann auch bei der Impedanz- und Admittanzmatrix haben. Das heißt, wir stellen einfach mal die Streuvariable für die rücklaufende Welle des n-ten Tores auf. Das heißt, wir wollen wissen, wie groß, also wir betrachten die rücklaufende Welle, das ist im Prinzip rücklaufende Welle, ist gleichzusetzen wie mit aus dem Tor rausfließen jetzt hier. Und wir wollen wissen, beim n-ten Tor, wie sieht da diese Streuvariable aus, deswegen hier auch bn. Und da wir ja n Tore haben, haben wir auch n Eingänge, also n mal a. Das heißt, bn ist eine Summation von, ich mache das jetzt immer bei i gleich 1, bis groß n entspricht halt eben die Tore. Und jetzt summieren wir eben alle Parameter a, also alle Wellen, die in dieses Mehrtor eingespeist werden, die summieren wir auch. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall schon mal ai und wir wollen ein Gleichungssystem haben. Das müssen wir halt eben mit den entsprechenden Koeffizienten multiplizieren. Und diese Koeffizienten setzen sich eben zusammen aus s, n und sni sozusagen. Das heißt, in Matrix-Schreibweise machen wir dann eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Das heißt, wir müssen, wenn wir mit A1 einspeisen, dann breitet sich diese Welle halt sozusagen in diesem Tor aus und es kommt irgendwie ein Anteil von dieser Welle A1 beim Tor 2, B2 zum Beispiel raus. Jetzt angenommen, wir haben hier nichts mit perfekter Anpassung oder was auch immer. Einfach der allgemeinste Fall, ich speise hier bei A1 eine Welle ein und irgendein gewisser Anteil dieser Welle wird hier bei B2 rauskommen. Genauso mit, wenn wir bei A2 gleichzeitig was einspeisen, ja auch ein Teil wieder reflektiert und mit B2 dann sozusagen zusätzlich überlagert rausgehen. Das heißt, hier gehen zwei Wellen rein und die überlagern sich und dann geht ein gewisser Anteil hier raus, ein gewisser Anteil geht auch hier raus und so kann man sich das vorstellen, deswegen hier diese Summe. Meistens stellt man das aber ganz in der Matrix-Schreibweise dar und wenn man das für eine n-dimensionalen mal aufstellt, dann hätte man eben hier auf der linken Seite die Koeffizienten für die Tore B1 bis B groß N, kann man es ruhig nennen. Oder man kann es auch klein N nennen, ist ja im Prinzip eigentlich egal. Wir machen es jetzt hier groß N.
Also alle Tore, halt Summe. Und dann das gleiche natürlich auch alle Eingänge. Das heißt, hier stehen auch alle Eingänge aufsummiert. Und dann mit den entsprechenden Koeffizienten der Matrix hier oder halt den entsprechenden Parametern, die halt eben genau widerspiegeln, welcher Anteil geht wo wie hin. Und das Ganze schreibt man eben so auf, dass man hier das Element S11 hat, hier S12, S21, S22. Und dann geht das hier immer so weiter. Hier ist dann S1n, S2n, hier ist SN1 und dann geht das halt hier so weiter. Hier unten ist SNN. Und so kriegt man halt dann hier eine n-dimensionale Matrix. Ist auch wichtig, dass diese Matrix, die ist quadratisch. Das heißt, es ist ja auch bei der Impedanz einer Admittanzmatrix so, die sind ja auch immer quadratisch. Das muss einfach sein, damit das Gleichungssystem halt so lösbar ist. Und diese einzelnen Elemente dieser Matrix, dieser Streumatrix, also das ist im Prinzip die Streumatrix, dieser Anteil hier, nicht das komplette Gleichungssystem, nur diese Matrix mit den S-Werten hier drin. Und die Einträge, die Elemente dieser Matrix nennt man eben jetzt Streuparameter. Also es ist jetzt wichtig, dass man den Unterschied zwischen Streumatrix, Streuvariable und Streuparameter kennt. Also das Ganze nennt man Streumatrix, die Elemente Streuparameter und hier die beiden Vektoren A1 und also A und B, die nennt man Streuvariablen. Das heißt, da muss man gut unterscheiden, von was man gerade spricht. In der Regel will man halt diese Matrix bestimmen, also diese Streuparameter will man in der Regel herausfinden. Und das heißt, wir machen jetzt hier mal ein kleines Beispiel. Also ihr erinnert euch wahrscheinlich an der Impedanz- oder Admittanzmatrix, hat man halt entweder den entsprechenden Strom durch die Spannung geteilt, weil man halt eben zum Beispiel hinten einfach einen Kurzschluss gemacht hat beim einen Tor und beim anderen gemessen hat. Genauso geht man auch hier vor. Bei der S-Matrix kann man das aber nicht ganz so einfach machen wie bei der Spannung, wenn man das tatsächlich messen möchte, aber virtuell gesehen oder auf dem Blatt Papier, wenn man das damit rechnet, ist das nicht relevant, wie man das Ganze messtechnisch realisieren würde dann. Aber man kann auch hier diese Parameter über Messungen dann von realen Schaltungen ermitteln. Und wichtig ist halt jetzt eben, wie sind diese Parameter definiert, weil damit muss man schlussendlich auch arbeiten. Und wir haben ja immer hier die Indizes. Und wir haben ja auch in dem, oder sollte auch die Beziehung zwischen dem Reflexionsfaktor und diesen Streuvariablen bekannt sein. Das heißt, man kann diese S-Parameter auch als Art Reflexionsfaktoren betrachten. Und da wissen wir, dass wir immer die Variable B durch die Variable A teilen müssen. Das ist ja eine äquivalente Definition zum Reflexionsfaktor. Das machen wir auch hier. Und hier kann man sich jetzt so als Eselsbrücke merken. Also wichtig ist immer, wir teilen immer B durch A. Und wir haben hier 1, 1, das heißt, hier teilen wir B1 durch A1. Und dann ist wichtig, festzulegen, dass A2 0 ist. Also, dass wir betrachten den Parameter S11, machen eine Messung zwischen B1 und A1, aber sorgen gleichzeitig dafür, dass hier keine weitere Welle, keine zusätzliche Welle in das Tor eingespeist wird. Wenn man natürlich n-dimensional ist, tut man in jedes andere Tor keine Welle einspeisen, nur das oder das, den Eingangsparameter, in dem man halt gerade die Welle einspeisen will, die untersucht man. Das Ganze machen wir hier auch. Hier haben wir dann B2 durch A1. Auch hier ist wieder A2 0, weil wir interessieren uns auch hier wieder. Im Prinzip kann man sich immer merken, wenn hier schon der Parameter A1 steht, dann kann ja nicht der A1 gleich 0 sein. Das macht ja dann mathematisch keinen Sinn. Deswegen auch das, die Eselsbrücke, erstmal diese Parameter aufstellen und dann kann man sich ganz schnell herleiten, welches Tor oder welche anderen Tore müssen in dem Fall keine Wellen einspeisen, also 0 sein. Und das Ganze kann man dann auch hier noch machen. Das ist eben hier B1 durch A2. Jetzt ist hier eben A1 gleich 0. Und hier haben wir B2 durch A2. Und hier ist auch A1 gleich 0. Ja, das wäre im Prinzip eine 2×2-Matrix hier. Und das heißt, über diese Streuvariablen lassen sich die Streuparameter bestimmen und damit auch die Matrix ausfüllen. Und manchmal oder oft ist ja halt auch dann die Frage, man hat vielleicht die Matrix gegeben oder hat sie durch eine Testmessung erhalten. Und dann will man halt wissen, was sind denn meine Koeffizienten A oder B, je nachdem. Also A weiß man ja dann auch, weil wenn man eine Messung macht, muss man irgendwas eingeben. Aber dann kann man sich eben
ausrechnen oder berechnen lassen, ja, wie wäre das denn hier, was kommt denn dann noch raus aus dem Tor, was verschwindet irgendwie oder was auch immer. Allgemein geht man, oder man gibt auch so Eigenschaften von so Streumatrizen, die sind auch immer recht wichtig zu wissen, oder die vereinfachen einem dann das Arbeiten mit diesen Matrizen. Das heißt, die Matrizen haben dann bestimmte Eigenschaften oder sind dann also symmetrisch zum Beispiel zu den Elementen oder was auch immer. Dazu habe ich auch Videos gemacht, also wenn ihr euch noch die Eigenschaften der Streumatrix, wenn ihr euch noch für die interessiert, dann schaut da mal in die Infobox vorbei. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt ein bisschen klar geworden, das Thema Streumatrix als Erweiterung zu den Impedanz- und Admittanzmatrizen. Und wenn es Fragen dazu gibt, ab in die Infobox. Nochmal ganz wichtig, macht euch klar, was bedeutet, also was Streumatrix, was Streuvariable und was Streuparameter ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.